Hallo zusammen, die Frage ist, was brauche ich für einen Kühlschrank in einem Schrepperhaus oder Gartenhäuschen? Wenn ihr jetzt statt einem Kühlschrank so eine Kühlbox nimmt, relativ gut isoliert, geringer Stromverbrauch, diese Kühlbox, die braucht 5,4 Wattstunden pro Stunde. Und dann können wir mit dieser Kühlbox kühlen. Man kann, es ist eine Kühlbox. Ihr findet andere Videos über diese B46S. Dann brauche ich eine Batterie, weil nachts scheint zum Beispiel keine Sonne. Das heißt, hier drin, ich kann eine Batteriebox nehmen, mit der Batterie alles drin, oder ich kann das alles selber verdrahten. Das heißt, ich habe hier ein Kabel, das stecke ich hier drüben ein, mit diesem Stecker und hier auf diese Kühlbox. Dann ist das Teil schon bereits verdrahtet. Zweitens habe ich hier einen Vorteil, ich kann den einschalten, ich kann hier den Wechselrichter einschalten und ich habe hier hinten die Möglichkeit, auch im Gartenhaus noch eine Kaffeemaschine zu betreiben, so eine Nespresso-Kaffeemaschine, Kapselmaschine oder irgendwas Kleines. Ich kann hier drüber zum Beispiel noch ein Radio anschließen oder hier mein iPad oder iPhone oder sonst ein Smartphone laden und natürlich auch so eine Musikanlage, was heute alles technisch möglich ist. Diese Batterie, mit Wechselrichter und alles, die liegt bei 1400 Franken. Ich habe eine 100 Amperestunden Lithium-Batterie drin. Und wenn ich euch sage, die hält 20, 30 Jahre, das ist aktueller Stand der Technik bei normalem Gebrauch, dann werden wir da oben liegen. Wir fahren 5000 Zyklen auf dieser Batterie. Pro Tag ein Zyklus, das heißt 200 Zyklen im Jahr, dann sind das sage und schreibe 25 Jahre. Der Energieverbrauch, was ihr zum Beispiel an Solarzellen braucht, sowas hier. Dieses Panel hat 130 Watt. Ich kann natürlich auch größer fahren. Wenn ich diese Kühlbox betreibe, ein, zwei Kaffee rauslassen will am Tag, oder drei, vier, je nachdem, wie die Sonne scheint, dann reichen 130 Watt für den Betrieb dieser Kühlbox im Sommer, von April bis Oktober. Und dann ist die Frage, brauche ich dann noch die Kühlbox? Eigentlich nicht. Was ich brauche, um diese Kühlbox anzuschließen, sind diese Kabel. Das sind zwei Solarkabel und an all diesen Solarpanel sind Standard diese Kabel verbaut. Hier schließe ich zweimal an, rot auf rot, schwarz auf schwarz und fahre mit diesem Panel auf einen Solarregler. Vom Solarregler, hier hänge ich dann an, Solar und mit dem Verbindungskabel hier Batterie fahre ich auf diesen Eingang, der hier dauernd als Strom bezeichnet ist. Hier kann ich permanent drauf fahren und somit wird die Batterie geladen, sobald ich Strom habe. Und so in dieser Konstellation habt ihr einen Kühlschrank im Solarhäuschen, der die nächsten 10, 15 Jahre funktioniert. Zu den Preisen. Diese Box mit Wechselrichter, dass auch die Kaffeemaschine gestartet werden kann, liegt bei 1400. Die Kühlbox bei 590. Kabel dazu, große Kabel dazu, Solarregler dazu und ein Panel, da liegen wir etwa bei 300 Franken ohne Montagematerial, ohne Montage. Ist also Plug and Play einzustecken.
Dann sind wir hier bei 1400 plus 600 sind 2000, 2300 Franken. Und ihr könnt im Kaffee im Schrebergarten oder in der Alphütte könnt ihr Kaffee rauslassen. Maschine braucht es noch dazu. Und diese Kühlbox betreiben. Jetzt ist das viel Geld. Jetzt sage ich, ja, ich kaufe mir statt 2300 Franken, ich kaufe mir ja jetzt lieber einen Gaskühlschrank. Der läuft mit Gas. Dann habe ich die Vorteile aber nicht vom Kaffee rauslassen und iPad laden. Dieser Gaskühlschrank, der kostet auch um die 1000 Franken. Und der braucht zum Beispiel pro Monat eine Flasche Gas. In der Schweiz kostet eine Flasche Gas mit 10 Kilo, 10,5 Kilo, kostet um die 40, 45 Franken. Wenn ich den Kühlschrank von April bis Oktober betreibe, sind das 6 Monate. Das heißt, ich brauche 6 Flaschen Gas, um den durchzubetreiben. 6 Flaschen Gas à 40 Franken sind 240 Franken, die ich an Gas verheize. Das auf 10 Jahre gerechnet sind 2400 Franken nur an Gas. Für das könnt ihr diese Anlage kaufen. Wenn ihr jetzt sagt, ja, bei uns kostet die Flasche Gas nur die Hälfte, was die in 10 Jahren kostet, weiß ich noch nicht, was weiß niemand, aber auch wenn sie die Hälfte kostet, rechnet den Gaskühlschrank noch drauf, es bleibt so, wir sind dann immer noch bei der teuren Anschaffung, die ihr hier kauft, die ihr einmal kauft und keinen zusätzlichen Unterhalt habt. Wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen Sachen elektrisch Kühlschrank betreiben, 12 Volt Kühlschrank betreiben oder mit dem Solarladen, fragt mich unten in die Kommentare oder schreibt mir eine Mail. Solaranlagen haben wir nicht im Sortiment, noch nicht im Sortiment. Wir sind dran, wir haben immer wieder Solaranlagen. Wir machen seit 50 Jahren, seit 40 Jahren Solarsysteme für mobile Zwecke. Natürlich abgewandert in diesem Bereich. Wir werden in den nächsten paar Monaten einen Lagershop einrichten. Mit Solaranlagen, mit Solarregler. Und dann könnt ihr vorbeikommen und das sogar vorkonfektioniert kaufen oder eben die Kabel vorbereitet, die Regler vorbereitet, das Kabel vom Solarregler auf die Box vorbereitet, so dass es genau zusammenpasst. Schreibt auf, was ihr braucht, kommt mit dem Zettel vorbei oder sendet den als Mail, was ihr alles für Verbrauch habt. Noch eine Sache zum Kühlschrank. Wenn ihr einen Haushaltskühlschrank nehmt und ihr schließt das über diesen Wechselrichter an, braucht ihr doppelt so viel Solarzelle. Oder sogar dreimal mehr. Ich mache euch einen Link hier über diese Kühlbox und hier unten einen Link über diese Batteriebox. Irgendwie einen Link oder auf die Playliste verlinken. Ich wünsche euch einen schönen Tag.